Hallo, ihr lieben Brüder und Schwestern, liebe Königskinder, liebe Sternenzeit. Mein Wesen wollte sich mal wieder nach längerem, ja, wie soll ich sagen, nach den ganzen Botschaften, die in geschriebener Form eben halt rübergekommen sind, möchte mein inneres Wesen gerne eine Sprachbotschaft ins Außen bringen, und mein Wesen hatte sich eben noch darauf eingestellt, dass es eben halt vieles gebe. Ja, weil sich ja vieles ereignet hatte in diesem heißen Sommer 2018, dann die Mutter Erde Channelings, ne? An dieser Stelle sei Dank gegeben an Sam, Jesus, Moses und den Mediatreff, also alle lieben Brüdern und Schwestern, Spiritscape. Ja, und Sandra Lau. Eben halt die Namen der Personen, die immer mehr in das Menschsein kommen, und immer mehr Menschen führen den inneren Dialog in sich selbst und dann auch quasi mit sich selbst. Es ist jetzt in dieser Phase des Übergangs im Außen teilweise chaotisch, und umso chaotischer das im Außen wird, umso wichtiger ist es, im Inneren anzukommen, weil dort ist die Ordnung, dort wird es sich ordnen. Anhand deines eigenen Wortes, um den eigenen Denker zu ertappen und zu entlarven. Der Denker des gespaltenen Verstandes, der Denker, der ja nicht nur die letzten Jahre, die letzten Jahrtausende das Geschehen immer mehr übernommen hatte, indem wir selbst, da wir ja gespalten waren in der Dualität in zwei Hälften, in zwei Teile, zu viel Macht abgegeben wurde an den Verstand. Um jetzt im oder durch oder über das Erwachen selbst den Weg, der Wege, den Weg, das wir als Königsweg bezeichnen, zu beschreiten. Und beide Teile wieder in uns selbst zusammenzufügen. Aus dem Er und dem Sie wird das Es, wie aus Himmel und Erde, aus männlich und weiblich, das, was in der Dualität getrennt war, im Übergang in der Einheit zur Einheit selbst hin wieder zusammenzufügen zu einem Ganzen. Dann ist uns auch immer bewusster, weil es nicht mehr unbewusst ist und unbewusst sein kann. Und wir wissen alle nur zu gut, dass es nur noch im Geiste oder in den Geisteswissenschaften zu beantworten ist, weil die Antworten liegen dort ja bereits. Das Gespaltene wieder zur Einheit zu führen. Mein Wesen hat die Thematik aufgefasst
in meinen, unseren Botschaften, der Vergangenheit die lineare Zeitrechnung, die alte lineare Zeitrechnung vom Dualen in Synchrone in die Gegenwart von uns selbst und das, was eine individuelle Geschichte ist, ist auch gleichzeitig die Geschichte des Kollektivs, weil uns immer bewusster wird, auch das wird uns immer bewusster, dass wir selbst dieses Spiel gewesen sind. Zu den alten Verträgen sei gesagt, die Verträge haben wir mit wem oder was getätigt. Natürlich auch mit uns selbst. Das wird uns ja in der Einheit, im Einssein, wird uns das ja bewusst, was im Getrenntsein, in der Dualität unbewusst war, geschehen ist, die Erfahrung des dualen Selbst, des getrennten Selbst, des getrennten, geteilten Verstandes, und alles war stets allgegenwärtiger Natur. Wo? In unserem Herzensbewusstsein. Wenn alles geteilt war, alles geteilt wurde, vom Verstand angefangen und dann über den Verstand hinaus, alles im Außen, in der Welt, mit den beiden Augen zu sehen, mit beiden Ohren zu hören. Und das, was mit zwei Augen und mit zwei Gehirnhälften und mit zwei Ohren gesehen, gehört wurde, aufgenommen wurde, war letztendlich was? Das dualistische Selbst. Letztendlich braucht es ein Auge, ein Ohr, eine Stimme, ein Herz. Der Sommer war heiß. Zu heiß bedeutet auch zu trocken. Zu trocken bedeutet, das Element Wasser schwindet von Mutter Erde. Und auch das hat mein Wesen des Öfteren angesprochen in meinen Botschaften, dass diese Welt oder die Erde oder die alte Erde im kohlenstoffbasierten Körper, da unser Körper ja auch zu 70% oder weit über 70% aus Wasser besteht oder bestanden hat, wissen wir, dass Wasser lebensnotwendig ist und sein wird. Wasser ist ein Element. Das heißt, dass hier gerne darüber diskutiert werden muss oder braucht, ob das ein Grundrecht ist, ist völliger Schwachsinn, ist völliger Bullshit. Weil Wasser ist das Elixier des Lebens. Teilweise, wenn mein Wesen so unterwegs war in den letzten Wochen und Monaten, ich habe auch viele mit jungen Leuten gesprochen, die noch irgendwie die Schule des alten Systems besuchen oder dann auch schon weiter irgendwas, weiß ich was, Gymnasium studieren. Da habe ich so oft gefragt, Leute, was lernt ihr eigentlich heutzutage noch? Also das wahre Leben oder das, was die Elemente der Lebensspender ja sind,
Wasser, Feuer, Luft und Erde verbunden mit dem Geist. Dann war es teilweise erschreckend, erschreckend, dass mich die Menschen angeguckt haben und ich kam mir vor in dem Moment, als wenn ich jetzt eine andere Sprache sprechen würde. Dann so diese große Frage, wieso verstehen die mich eigentlich nicht oder warum verstehen die das überhaupt nicht? Und das zeigt doch auf, inwieweit sich die Menschen vergessen haben, wie sie sich entfernt haben von sich selbst, vom Leben selbst. Sie sind so in ihrer künstlichen Welt gefangen, dass teilweise manche von ihnen gar nicht merken, dass das Element Wasser verschwindet. Ihnen ist das gar nicht bewusst, das ist überhaupt nicht im Bewusstsein vorhanden. Und dann sind die Botschaften vom wahren lebendigen Wesen selbst, von der Mutter Natur selbst, ganz klar und deutlich zu verstehen. Da braucht man jetzt keine Theorien aufzustellen, um dann loszugehen und das zu beweisen. Was will man da beweisen? Das ist ersichtlich, da braucht man keine Theorien und keine Beweise mehr. Das wäre ja dann wieder die alte Reproduktion des alten Selbst, die durch und über den geteilten Egoverstand, diesen sogenannten Denker, der den Menschen ja klein halten möchte, der ihn unten behalten möchte, weil er kennt nichts anderes. Und dann ist es gerade wichtig in dieser Zeit, die Dinge zu sehen, wie sie sind. Und nicht wieder anfangen, sich selbst zu belügen, um dann überhaupt die Frage gestellt zu bekommen, warum belügt man sich da selbst? Um weiterhin an der sinkenden Titanic festzuhalten, dann kommt hier wieder die große Frage, für was? Für was der ganze Aufwand? Um die künstliche, diabolische, tote Welt aufrechtzuerhalten, um dass das Leben schwindet von diesem Planeten, von diesem wunderbaren Planeten, von diesem lebendigen Planeten, von unserem Raumschiff. Um mit dem künstlichen Selbst unterzugehen. Und das kann ich an dieser Stelle jetzt und hier nicht glauben, möchte ich auch nicht glauben, dass das so ist. Und deswegen hat genau das schnellstmöglichst ins Bewusstsein zu kommen. Nicht wieder sagen, morgen, morgen, das Morgen, was so nie kommen wird. Nein, wieder in die Eigenverantwortung zu kommen. Um die Eigenverantwortung wieder zu übernehmen für sich und sein wahres natürliches Selbst. Und nicht sich weiterhin darauf hin rauszureden, das brauche ich ja nicht oder das geht mich ja nicht. Das geht uns alle was an. Alle. Also auf jeden Fall das, was sich lebendig nennt. Das, was tot ist, kann ja ruhig tot bleiben. Dann erinnert mein Wesen an dieser Stelle an die weisen Worte Jesu, wenn er gesprochen hat. Lass doch die Toten begraben. Doch sind wir nicht tot, wir sind lebendig. Wir gehören zu den Erwachten, zu den Wegbereitern, den Pionieren, aber nicht dem Künstlichen und auch nicht den künstlichen Frequenzen, weil die haben, können gar keine Antwort haben auf das lebendige Selbst. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Also wer das meint, noch hinbekommen zu wollen. Der bekommt das nicht hin. Das kann niemand hinbekommen. Und da trennt sich die Spreu vom Weizen. Und dann sagt mein Wesen auch bewusst an dieser Stelle, dann gibt man seine Energie wohin? Fragezeichen.
Ja, und dann kommen wir daraufhin zurück. Der heiße Sommer 2018. Ich wiederhole. Hitze, Trockenheit. Das Element Wasser zieht sich immer mehr zurück, verschwindet. Und das bedeutet letztendlich, dass das Leben schwindet. Und wenn das Leben schwindet, dann hat sich das auch mit dem Künstlichen erledigt. Kein lebendiges Wesen, ob Mensch, Pflanze oder Tier, kann und wird sich dies vorstellen, möchte sich das auch nicht vorstellen und das möchte auch niemand haben. Das Spiel der Dualität ist zu Ende. Die Energien werden nicht mehr genährt. Das heißt, das alte Spiel von Brot und Spiele ist vorbei. Es geht darum, das Gepäck abzulegen. Das Gepäck abzulegen, die Schwere abzulegen, das Leiden abzulegen. Und wieder in sein wahres Selbst zu kommen, in seine Lebendigkeit, in seine wahre Natur und nicht in das Künstliche, sich weiter an Ersatzbefriedigungen festzuhalten, nur weil man Angst hat vor sich selbst, vor seinem Licht, vor seiner wahren Größe, vor seiner Schöpferkraft. Das ist und kann keine Ausrede mehr sein für Versagen. Das ist und kann keine Ausrede mehr sein für Versagen. Wir sind auch dabei, aus der linearen Zeitrechnung herauszugehen, aus der Vergangenheit. Ja, um auch diese ganzen Dinge nicht mehr erleben zu müssen und nicht mehr erleben zu brauchen, weil das haben wir bereits alles erlebt. Das brauchen wir nicht mehr. Und dann zeigt uns der Übergang ganz klar und deutlich auf. Dass noch so ein Sommer, noch ein so ein Sommer uns alles kosten wird. Das aber bitte schön nicht auf die Kosten der Ersatzbefriedigung, auf die Kosten des Künstlichen, auf der KI. Und das ist die ganz große Message, genau in dieser Phase. Genau das ist die große Message. Das nicht weiter zu nähren, sondern das Künstliche, die künstlichen Frequenzen fallen zu lassen. Das geschieht ja bereits, weil Mutter Erde aufsteigt und umso weiter und höher die Mutter aufsteigt, umso schneller werden wir aus diesen niederen Frequenzen hinauskommen. Die werden von ganz alleine fallen. Doch ist es einem natürlichen Wesen gegeben, das Wissen der Naturvölker? Dass wir diese Elemente brauchen. Diese Elemente sind wichtiger wie alles andere. Ich wiederhole, wichtiger wie alles andere. Wenn das Leben hier gewichen ist, dann gibt es hier nichts mehr, keine Arena, keine Bühne, keinen Zirkus mehr, keine Winkelakrobaten mehr, die sich noch in irgendeiner Art und Weise entfalten können, weil dann gibt es nichts mehr, wo sie sich entfalten können. Und genau das ist der Punkt, liebe Brüder und Schwestern, genau das ist das. Ein Wesen, das in seiner wahren
Natürlichkeit steht, in seinem Nicht steht, versteht mich an dieser Stelle ganz genau. Und dem Rest sei gesagt, der das jetzt im Moment hier aus irgendeinem Grund noch nicht verstehen will. Es geht an euren Ego. Dieser Ego wird gebrochen werden, ob so oder so. Und sind die Elemente verschwunden und da braucht nur eines zu verschwinden, dann werden alle anderen folgen, weil wenn, das ist eine ganz einfache Geschichte. Ich habe das zu meiner Schulzeit noch gelernt. Regen, Wasser fällt auf die Erde, ein Teil geht in die Erde, der andere Teil geht wieder nach oben. Das ist der Kreislauf des Lebens, also des Wassers. So kommt von oben nichts mehr, wird unten nichts mehr sein. Und wenn unten nichts mehr ist, wird oben auch nichts mehr wachsen. Und dann kannst du regelrecht beim Sterben im draußen zu, kannst du dem Sterben regelrecht draußen zugucken. Da wird sich die Frage der Geschäftstätigkeiten oder noch irgendwelche Gewinne zu erzielen oder noch meinen Mutter Erde noch weiter ausbeuten zu müssen, das erledigt sich von ganz alleine. Spätestens im Jahre 2019, in dem nächsten Jahr, in dem Sommer. Und das meine ich ernst. Und das meine ich wirklich ernst, so wie, das meine ich auch so, wie ich das sage. Und dann ist es an jedem individuell jetzt und hier dran gelegen, sich dem bewusst zu werden. Und nicht weiterhin so zu tun, ach, das dauert ja noch, von wegen, wenn sie dann kommen und sagen, noch, der Wandel in 10 oder in 20 oder in 30 Jahren, wer davon anfängt oder da spricht, ne, der hat keine Ahnung vom Wandel. Da gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder er selber hat keine Ahnung davon oder er versucht es aus irgendwelchen Gründen wieder hinauszuzögern. Warum? Um sein Gewissen zu beruhigen und zu erleichtern. Das reinigt und beruhigt kein Gewissen mehr, nicht ein einziges mehr. Und deswegen war es mir und heute hier an der Stelle so wichtig, diese Sprachbotschaft ins Außen zu geben. Weil hat sich das im Außen erledigt, also beziehungsweise in unserem Inneren. Es hat ja mit unserem Inneren zu tun. Es hat sich ja in unserem Inneren zu verändern. Und da wird es sich auch im Außen verändern. Nur umso länger das trocken bleibt und wenn es umso früher wieder richtig warm draußen wird und nicht nur warm, sondern heiß und super heiß, dann wird die Oberfläche regelrecht wegbrennen. Und da hilft alles Künstliche, wird da nichts helfen. Die tollste Erfindung wird dabei nichts helfen. Weil wir wollen diese Erfindungen gar nicht. Wir wollen leben, 100% Natur, 100% Mensch im Einklang mit Mutter Natur. Wir brauchen diese künstlichen Dinge nicht. Und diese künstlichen Dinge haben uns doch so unter anderem auch so weit voneinander entfernt, dass wir doch teilweise, wenn wir in unser Außen blicken, erkennen wir das Ganze doch. Diese ganzen oberflächlichen, das ganze oberflächliche Geschnulze, das Gesülze, das kann man sich doch mittlerweile an Backen schmieren. Und das, was die Politik und Wirtschaft darüber bringt, das kann man sich erst recht an Backen schmieren. Und genau daran sieht man uns, also das Innen und das Außen. Und dann ist die ganze Geschichte, die ganze Fahrt glasklar wie sonnenklar. Und das hat jedem bewusst zu sein, ob er das jetzt hier an der Stelle jetzt hören möchte oder nicht. Das ist mir auch vollkommen egal an dieser Stelle, weil, Leute, es geht ums Leben, nicht um das Künstliche aufrechtzuerhalten. Zu gucken, wie viel Schminke ich im Gesicht trage oder wie viele tolle Autos ich fahre, wie viele tolle Häuser ich besitze, das wird alles nicht mehr nutzen. Da kommt alles schneller zurück in die Box, wie das Ganze überhaupt angefangen hat. Das wurde in der Vergangenheit auch gesagt. Es brauchen die alten Dinge nicht mehr versucht zu werden unter neuer Flagge, weil das wird immer schneller, wird dieses zusammenfallen und
wird auch gar keinen Boden mehr haben, weil das alles auf Sand gebaut war. Da wird wieder versucht, auf Sand zu bauen. Und dann sind doch die, die meinen, dieses tun zu müssen. Ne? Das sind die, die Dummheit zelebrieren. Das ist nichts anderes, wie die reine pure Dummheit zu zelebrieren. Und da kann man an dieser Stelle nichts mehr anderes zu sagen und auch keine anderen Worte mehr für benutzen, weil es ist ganz einfach so. Es hat euch bewusst zu sein, dass wir lebendige Wesenheiten sind, dass wir ein ganzes Selbst sind. Gott ist allgegenwärtiger Natur. Nur, ihr lieben Brüdern und Schwestern, lasst es nicht so weit kommen, dass, wenn das Wasser verschwunden ist, verschwindet auch alles andere. Ich danke euch für euer Gehör. Seid alle tief und innig geliebt. Licht und Liebe. Gott sei mit euch, mit uns allen. In der Einheit von allem Selbst. Das All-Eine Selbst. Bis zum nächsten Mal. Bye bye.